mit wie sie heißen, wann sie geboren sind und wo. Ich heiße, ich habe drei Namen, Wilfried, Edgar, Johannes, Redlich. Redlich heiße ich nach. Ich bin in Ort Ziegelscheune geboren, das war ein Bauerndorf, 44 Bauern. Wir hatten einen größten Hof, 45 Hektar, und das liegt gut 100 Kilometer hinter Frankfurt-Oder in Polen jetzt. Das ist jetzt okay. Polnisch. Ja. Und wann sind Sie geboren? In welchem Jahr? Am 14.06.1926. Und wissen Sie, wie alt Sie waren, als Sie im Zweiten Krieg mitgemacht haben? Wie alt? Ich war 18. Okay. Und wie lange haben Sie im Zweiten Krieg gekämpft und wo? Gekämpft habe ich gar nicht lange. Ich habe in Polen, die Front war ja von Russland schon bis an die polnische Grenze dran. Ich war ein Vierteljahr an der Front und dann bin ich in Gefangenschaft gekommen und war 3 Jahre in Sibirien. Am 2. September 1944 bin ich in Gefangenschaft gekommen und am 27. Juni 1947 Frankfurt-Oder entlassen worden. Und welche Rolle hatten Sie denn im Krieg? Waren Sie einfach mal ein einfacher Soldat? Ach, oder? Ich war ja noch nicht lange Soldat. Ich war einfach Moschkope-Soldat, einfacher da. Wir waren ja noch nicht lange Soldat, ja. Soldat, ein Vierteljahr trainiert und dann an der Front, ja, wurde man verheizt. Okay. Und können Sie mir erzählen, welche Ihre schlimmste Erinnerung ist an dem Krieg oder Gefangenschaft? Ja, also im Krieg war ich, erstmal mal zum Partisaneinsatz. Und dann kam die Front. Ich hatte Glück, wir sind 3 Mann auf eine Mine gelaufen. Mir ist nichts passiert. Ich bin also nach hinten geflogen von dem Druck der Mine, rechts der. Der hatte beide Augen raus und links, der hat ein Bein abgehabt. Nicht? Mitten im Wald war so eine kleine Brücke. Und dann haben wir alle geschrien und gebrüllt. Keiner wollte weitergehen, Angst gehabt, dass schon wieder eine Mine da ist. Also ich habe Glück gehabt, das sollte so passieren. Ich hätte auch kein Tod sein oder Bein ab oder wo. Wir waren 3 zusammen und nebeneinander. Ich war in der Mitte und rechts und links, die haben mehr abgekriegt wie ich. Ja. Das war so die erste Sache. Okay. Gibt es noch was anderes, oder? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, damals als 18-Jähriger, man hat ja an der Vorstellung vom Leben mit 18 wie mit 80 oder mit 30. Ja, klar. So, also wir haben da gekämpft und gemacht und getan. Dass vielleicht, dass ich vielleicht sterben muss oder ein Bein ab oder Augen raus. Auf die Gedanken ist ja keiner gekommen. Warum, weiß ich nicht. Wir waren das so blöd, so jung und unerfahren, ich weiß es nicht. Also ich habe da gar nicht dran gedacht, dass mir da was passieren kann oder dass ich da sterben muss. Oder Angst gehabt haben wir eigentlich nicht. Wie haben Sie sich denn eigentlich gefühlt, als Sie die Waffe zum ersten Mal in der Hand gehalten haben? Mann, da war man stolz, eine Waffe in der Hand zu haben, wie blöd du so bist mit 18, ja. Okay. Ist ja heute anders, ich meine bloß, ja. Und? Naja, und ich wäre wahrscheinlich, aber ich wäre vielleicht nicht Soldat geworden, denn die waren ja alle schon Soldaten, ich war dann nicht, weil ich ja rechts 2 Finger abhabe. Habe ich mit 7 Jahren Unfall in Landwirtschaft in eine Maschine gesteckt. Und ich war noch zurückgestellt. So, und alle waren Soldat und ich war nicht. Und ich wollte auch Soldat sein. Da habe ich mir freiwillig gemeldet. Stell dir mal vor, wie blöd, ja. Wenn ich mich nicht gemeldet hätte, die Front wäre gekommen, die Russen hätten mich erschossen oder hätten mich zum Volksstürmer eingezogen. Das ist alles Schicksal. Nicht? Vielleicht hätte ich durch mein Freiwillig habe ich vielleicht mein Leben gerettet. Nicht, wenn ich mich nicht freiwillig melde, weil jetzt war da alles neu gekommen, weil ja, ich meine jetzt so, da mache ich mir auch keine Vorwürfe. Ich wollte es haben und ich bin, ist so passiert und da musste ich durch, ja.
Und als sie im Krieg waren, wussten sie, oder war es ihnen bewusst, welche Grausamkeiten sie gemacht haben oder für was sie gekämpft haben? Also von Grausamkeiten, wir haben keine gemacht und wir haben auch keine erlebt, also okay, in der Zeit da. Und auf den Gedanken Grausamkeiten. Aber sie haben ja halt sozusagen den Dritten Reich unterstützt. Sie haben ja den Dritten Reich von den Führer ja unterstützt und indirekterweise. Wer hat den nicht? Ja. Waren ja alle. Wenn der gegen war, der haben sie ein Kassett gebracht, aber das ging ja gar nicht anders. Okay. Ja, ja, das ist heute leicht gesagt, die Jugend, warum habt ihr das hier gemacht? Das ist gar nicht so einfach. Wer da nicht gelebt hat in der Zeit. Die Frage ist nicht warum, sondern halt, ob sie bewusst waren, dass sie es in eine indirekter Weise unterstützt haben. Halt gezwungenermaßen, aus Angst natürlich, und weil man sonst auch selber tot wäre im KZ. Aber Kassett, vom Kassett. Habe ich nicht, wir haben auf dem Land gewohnt, vom Kassett haben wir überhaupt gar nicht gewusst, okay, und nicht gehört. So. Und wenn du dann so 18 bist, alle waren Soldaten, du wolltest deine Heimat verteidigen, du wolltest kämpfen und dann bist du eben drin. Ja? Das ist heute leichter gesagt oder getan, wir haben in einer anderen Zeit gelebt. Ja, 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 ist halt klar. Da es war kein Fernsehen, kein Radio, Internet. Es ist ja auch ganz anders, wenn man halt es damals betrachtet, als wenn sie vielleicht das auch heutzutage betrachten, ja, von so vielen Jahren. Ja, das ist ganz anders. Ich meine, das war damals so und alle waren Soldaten, ich wollte auch Soldat, wir wollten, also da hat keiner Angst gehabt oder wollte nicht oder ging gar nicht und das. Wenn du 18 warst, bist du eingezogen worden, das war normal. Es gehörte mit zu zum Lebensprozess, ja. Und wie fühlen Sie sich jetzt zum Beispiel, wenn radikale Parteien, man sieht halt jetzt überall in der Welt, kommen eher ein bisschen mehr radikalen Parteien mit wieder ein bisschen ähnlichen Idee zu, was der Führer hatte, und haben sogar ähnlichen Gespräche, manchmal sogar zum Publikum, in denen sie halt... Ja, na, ich hasse das Radikale, hasse ich. Wir haben eine tolle Demokratie in Deutschland hier, da sollen wir glücklich sein. Ja, ja, klar. Dass wir das haben. Ja, das durch die Demokratie wird ja das alles aufgepasst, dass da nichts passiert, Negatives in dem Sinne, ja. Das war ja früher nicht. Wir können ja Glück haben und ihr als Jugendliche, dass er heute lebt hier. Ja. Kann fahren, wo er wollt, sprechen, machen, alle, was er wollt, was kannten wir ja nicht, ja? Ja. Bin ich mich mal neidisch. Meine Enkel, da sind ja auch so. Und was denken die, als Europa hat ja zwei Kriege, Weltkriege erlebt und es gab ja damals auch ganz viele Flüchtlinge, die von Europa nach Südamerika oder woanders in der Welt geflüchtet. Ja. Was soll ich denken? Also Krieg, ich hasse Krieg. Krieg ist was Grauenhaftes. Krieg bringt immer Not und Elend. Krieg bringt Vertreibung. Der eine muss weg, der andere nimmt das in der Hand und so weiter. Also ich bin zufrieden, dass wir in Europa eigentlich Frieden haben. Ob wir in der ganzen Welt immer Frieden kriegen werden, haben wir noch nie gehabt. Ob wir das fertig kriegen, ist die zweite Frage. Ja, Sie sehen ja. Flüchtling ist immer grausam, da wird einer von der Heimat vertrieben, der verwurzelt ist, der alles, wenn er das nicht erlebt hat, kann er ja nicht begreifen, Flüchtling zu sein oder nicht. Die kommen und du musst los, hast du bloß was anderes. Ja, du verlierst alles, was du vorher hattest. Naja, ist gar nicht so einfach. Und dass das kein Ende nimmt, begreife ich eigentlich nicht, also ist schlimm. Okay. Und wenn Sie jetzt eine Nachricht zu den Kindern schicken würden oder zu den Professoren, die das hören wollen, um halt, ja, was wäre dann Ihre Nachricht an ihn? Ja, meine Kinder, sage ich, sie sollen im Frieden leben, sie sollen menschlich sein, sie sollen den anderen achten, wenn er auch andere Meinung hat. Das ist Voraussetzung, um Frieden zu haben. Hier bei uns und woanders, ja. Die andere Meinung respektieren, denn er lebt ja, wenn der in Spanien lebt oder in Afrika, er hat ja andere Verhältnisse wie wir haben und er sieht das ganz anders wie wir sehen. Ja, ich meine jetzt so, bloß ein Beispiel, ja. Ja. Und die Menschheit, die könnte, die brauchte nicht hungern. Da ist so, die Erde bringt so viel, wenn das friedlich alles geregelt werden würde. Leider ist das nicht so. Nee. Das wär's.